Im heutigen Video sprechen wir über den Nummer 1 Fehler, den du mit Schmerzen bezahlst, wenn es um das Thema Rundrücken geht, nämlich gerade sitzen am Arbeitsplatz oder allgemein gerade sitzen, warum du diesen Fehler, diesen Mythos, den ich immer überall höre, auf den sich immer alle Leute konzentrieren, ja, ich halte mich hier gerade, warum du den mit Schmerzen und Nackenverspannung und allgemein Symptomsteigerungen bezahlst, das erzähle ich dir in diesem Video und natürlich auch, was du alternativ machen kannst, um dieses Problem zu beseitigen. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer, und im heutigen Video sprechen wir über den Nummer 1 Fehler bei Rundrücken, und zwar gerade sitzen am Arbeitsplatz. Ja, richtig, gerade sitzen, und warum du das nach Möglichkeit sein lassen solltest und mit Schmerzen bezahlst. Ich möchte das mal ganz kurz erklären. Bestimmt jeder, der mal irgendwie eine Ergonomieberatung am Arbeitsplatz zum Beispiel hatte oder irgendwas im Internet über richtiges Sitzen gelesen hat, der kennt die Regel, ja, 90 Grad im Kniegelenk, ja, das Gesäß ganz zurückbringen, Becken neutral, Bauchnabel reingezogen, Rücken aufgerichtet, dann eben wahrscheinlich irgendwie den Arbeitsplatz auf Sichthöhe ausrichten, bla bla bla, um hier richtig mit dem Laptop arbeiten zu können. Ich habe es schon vergessen, weil das eben der übliche Schwachsinn ist. Warum? Leute, sitzt, ich weiß, ihr erwischt euch immer in dieser Position am Arbeitsplatz, ne? Reflektiert euch dann selber, ihr wisst auch, dass ihr irgendwie so einen Rundrücken habt, Nackenverspannungen kommen wahrscheinlich dazu, und dann denkt ihr euch, boah, ja, ich muss mich mal wieder auf meine gerade Haltung konzentrieren, ja, und dann richtet ihr euch auf. Was passiert? Euer Körper, der tut euch mit dieser Position hier einen Gefallen, der möchte nämlich, ey, cool, Thomas, konzentriere dich mal 8 Stunden hier auf deine Excel-Tabellen, ne? Dafür mache ich deinen Rückenstrecker lang, vorne arretiere ich kurz, guck mal, das ist super energieeffizient, spart uns Kalorie und vor allen Dingen eine Menge Arbeit, die du jetzt in Kopfarbeit investieren kannst. So, weil unser Körper eine Anpassungsmaschine ist. Wenn du jetzt hergehst und sagst, also wichtig auch noch ganz kurz hier, das verschaltet unser Nervensystem am laufenden Band. Das ist eigentlich nichts anderes als eine statische Halteposition. Und wenn du jetzt deinem Körper befiehlst, boah, halt dich mal gerade, dann spannt hinten der Rückenstrecker an, ja, wenn du Glück hast, wahrscheinlich eher so die Schulterblätter, die du dann nach hinten ziehst. Wie gesagt, hier verlinke ich dir oben auch mal die letzten 2 Teile zu der Rundrückenserie, wo du das siehst, wie man das richtig macht. Dann machst du hier irgendwie so was. Oh! Und hier vorne die ganze Muskulaturkette, die ist noch kurz arretiert, du bist kalt, ja, und dann machst du eigentlich Höchstleistungssport. Und wir wissen alle, für die nächsten 2 Minuten, warum 2 Minuten? Ja, weil das Ganze hier tierisch anstrengend ist. Du kassierst noch mehr Verspannungen als vorher, also müsst ihr einfach mal nur drauf hören. Dieser Akt, euch aufzurichten, der tut selber schon weh. Und am nächsten Tag sind die Muskeln dann erst recht richtig sauer, übersäuert, ihr habt Muskelkater, ja, und ihr habt diese ganzen Verspannungen eben nur verstärkt, weil ihr euch eben darauf konzentriert, richtig zu sitzen. Deswegen tut mir bitte allen einen Gefallen, bleibt so sitzen, macht es euch bequem am Arbeitsplatz, aber tut mir bitte einen Gefallen, achtet nicht darauf, gerade zu sitzen. Falls ihr akut etwas in eurer Mittagspause oder in einer kurzen Pause tun wollt, den Schaden, der durch Sitzen entsteht, ausgleichen wollt, macht eine aktive Mobilisation, steht auf, schnappt euch am besten einen Lacrosseball. Ich habe es im ersten Video der YouTube-Reihe ausführlich erklärt. Ich werde es hier nochmal ganz kurz zeigen. Den Ball hier im Bereich der im Bereich des Rippenbogens, Rectus Abdominis, ich blende den hier mal ein, anlegen und dann hier flach drauf aufrichten, ja, und dann 2 bis 3 Minuten links und rechts triggern, links und rechts, dabei schön atmen. Das entspannt die vordere Muskelkette, euer Zwerchfell, ja, und ermöglicht euch eben einfacher, euch aufzurichten und entspannt aktiv die Muskulatur auf eurer Rückseite. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier vorne einen Knoten, den löst ihr, damit hinten die Muskeln nicht mehr so arbeiten müssen. Den Effekt könnt ihr meistens sofort merken, wenn ihr hartnäckige Verspannung habt. Vergesst dieses richtig Sitzen-Thema, reagiert darauf mit den richtigen Übungen. Wie gesagt, schaut euch die letzten beiden Teile der Videoserie an. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Gebt dem Video hier einen Daumen nach oben, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.